Ich werde häufig gefragt, fangen, soll ich es machen oder soll ich nicht. Und da muss ich sagen, ich lasse es machen, so früh wie möglich. Ihr gewinnt nur. Ich hätte vor 10 Jahren sollen machen. Mein Name ist Doris Wieland. Ich bin 64 Jahre alt und habe Parkinson, seit ich 47 bin. Am Anfang, als ich die Medikamente genommen habe, war es super. Und ich bin auch als Pflegefachfrau, habe ich mir auch zugetraut, die Medikamente selber zu managen. Also ich habe genommen, wie ich es gebraucht habe. Und das hat funktioniert. Aber es war dann im Sommer, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr so gut schwimmen. Und zwar konnte ich nicht regelmässig ziehen. Und habe dann angefangen, so im Kreis rumzupaddeln. Es ist zwar lustig jetzt, aber dann habe ich weiss, ist für mich eine Welt zusammengefallen. Ich bin an See gehockt und musste wirklich prüfen. Es war ganz schlimm. Und ich musste auch hören, arbeiten. So hatte ich die Kinesie. Und ich habe einfach gefunden, es ist kein Leben so. So verleidet es einem das Weiterleben. Natürlich hatte ich auch Angst. Das ist sicher normal. Aber ich muss sagen, ich bin ganz, ganz gut aufgeklärt worden vom Operateur und vom Neurologen. Das war super, das Team. Ich hatte nie Schmerzen während der Operation. Und nachher eigentlich auch nie. Oftmals kannst du aufstehen und es geht, du kannst laufen, du musst nicht Angst haben. Eine Blockade komme ich. Ich habe ja ein paar Skischuhe mitgenommen und ein paar Stöckelschuhe. Und ich konnte wirklich die Stöckelschuhe anlegen und davon laufen. Also es war fantastisch. Eigentlich vom ersten Moment weg. Einfach mega schön gewesen. Und ich habe mir einfach auch ein bisschen andere Vorstellungen gemacht, dass wir jetzt langsam viel laufen und ein bisschen walken und so weiter. Der Kind hat fast Angst gemacht. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich wirklich die Parkinson noch habe, dann ich hätte ich es nicht geglaubt. Hey, hallo. In den nächsten Monaten hat sich relativiert. Sie haben mich dann auch eingestellt. Das ist, macht man ja klar. Und ich habe ein Kästchen bekommen, wo ich selber konnte gewisse Parameter einstellen. Mit der Sprache habe ich ein bisschen Mühe, aber ich habe mir ich habe selber eine Therapie ausgesucht, und zwar gar nicht ein Jodeln. Das Schlimmste für mich ist die Gewichtszunahme. Am Anfang habe ich auch so gefunden, wenn das nicht bessert, dann
dann stelle ich das Zeug wieder ab. Ah, du tust es ganz leicht vorschieben, damit das Gewicht schön auf das Bein bekommst. Ich denke, dass die Operation mir schon wieder das Leben zurückgegeben hat, die Lebensqualität. Und ich werde mich sicher an meinen neuen Körper gewöhnen. Auch wenn es nicht leicht ist. Jetzt ist es anderthalb Jahre nach der Operation. Und es hat wahnsinnig viel geändert, im positiven Sinn. Wir können viel unternehmen zusammen. Jedes Jahr Lebensqualität ist einfach etwas wert.